Hallo, ich begrüße euch herzlichst zu meinem Vlog Geburtstagsgrüße und 100 Abonnenten-Special. Es gibt heute zwei Sachen zu feiern. Und zwar hatte gestern meine beste Freundin Svenja Geburtstag. Leider konnte ich ja gestern keinen Vlog machen, weil ich gestern viele andere Sachen zu tun hatte, aber dazu später mehr. Ich möchte ihr jetzt nochmal nachträglich gratulieren. Ich habe mir natürlich gestern schon mal gratuliert per Telefon und Facebook, aber ich möchte ihr nun auch nochmal in dem Vlog gratulieren und möchte auch ein Lied singen, bei dem ihr natürlich alle mitsingen könnt. Liebe Svenja, ich wünsche dir nochmal alles Gute nachträglich zu deinem Geburtstag und hoffe, dass alle deine Wünsche in Erfüllung gehen und hoffe auch, dass du gestern einen schönen Tag gehabt hast. So, und nun das Geburtstagsständchen. Wer mitsingen möchte, darf natürlich mit einstimmen. Happy Birthday. 2, 3, 4. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Svenja. Happy Birthday to you. Ja, alles Gute, Svenja. Außerdem habe ich jetzt meine 100 Abonnenten zusammen. Gut, das heißt gar nicht unbedingt jetzt, sondern die hatte ich sogar schon vor 2 Tagen zusammen. Und zwar hatte ich, bevor ich losgegangen bin, um den letzten Vlog zu machen, noch 95 Abonnenten. Und als ich dann wiederkam, waren es 100. Und daher konnte ich das leider noch nicht im letzten Vlog thematisieren, weil ich gar nicht damit gerechnet habe, dass ich so schnell noch so viele mehr Abonnenten bekomme. Und ich freue mich natürlich richtig stark darüber, dass ich so viele Abonnenten habe. Das finde ich für eine Woche, also meinen Kanal gibt es ja erst seit einer Woche jetzt, schon ziemlich viele. Und ja, im Grunde muss ich ja euch gratulieren, dass ihr meinen Kanal gefunden habt und auch abonniert habt. Also ich möchte euch allen nochmal herzlich dafür danken und auch allen weiteren 15 oder wie viele es mittlerweile sind. Und mal schauen, wie schnell ich 200, 300, 400, 500 Abonnenten habe. Kommen wir nun zu dem Grund, warum ich gestern leider keine Zeit gehabt habe, den Vlog zu machen und hochzuladen. Ich hätte es natürlich schon lieber gestern geschafft, weil Svenja ja gestern Geburtstag hatte und ich ja eigentlich schon den Vlog gerne auch an ihrem Geburtstag hochgeladen hätte und nicht erst einen Tag danach. Nur leider war ich halt verhindert, weil es ist ihnen jemand abgesprungen. Dann haben sie mich angerufen, ob ich halt ausnahmsweise kurzfristig einspringen könne. Und ja gut, dann habe ich natürlich zugesagt. Und zwar musste ich dann erstmal zum Kölner Flughafen fahren. Da wurde ich dann mit dem Taxi gebracht, weil es halt wirklich sehr schnell gehen musste. Und dann haben wir da eine Szene gedreht. Und das Coole war, ich habe dann zufälligerweise noch Günther Jauch gesehen. Er hat mich leider gar nicht erkannt. Und ich konnte leider auch nicht ansprechen, weil ich halt gerade mitten in der Arbeit gewesen bin. War natürlich ein bisschen schade. Dann treffe ich Günther Jauch mal, beziehungsweise sehe ihn am Flughafen und kann dann nicht mal Hallo sagen. Gut, wahrscheinlich war Herr Jauch da gar nicht so traurig drum, weil die Sache ist ja die, Leute werden natürlich auch immer von allen Leuten angequatscht und so. Und normalerweise, wenn ich jemanden sehe, dann gehe ich auch nicht direkt immer so drauf zu. Aber bei Herr Jauch hätte ich vielleicht sogar mal eine Ausnahme gemacht. Daraufhin sind wir dann noch nach Frechen in ein Boxstudio gefahren, wo dann noch eine weitere Szene gedreht wurde. Ja, dann waren wir zwar gegen 14 Uhr fertig, dann sind wir noch zusammen essen gegangen, dann war es etwa 15 Uhr. Dann habe ich mich noch eine Zeit lang vor die Feuerwache in Hürth gestellt. Ja, und als ich dann nach Hause kam, nach Bonn, da hat es sich dann eigentlich nicht mehr wirklich gelohnt, um mit dem Vlog anzufangen, weil ich hätte ihn ja noch schneiden müssen und bis ich den dann hochgeladen hätte, wäre es dann wahrscheinlich eh schon heute gewesen. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu der Rubrik Kommentare und so. Und diesmal habe ich wirklich richtig viele Kommentare, auf die ich eingehen kann, weil wirklich sehr viele geschrieben wurden. Ich glaube, ich muss jetzt doch mal damit anfangen, nicht mehr auf alle einzugehen und eventuell auch nicht mehr alle einzublenden. Weil ansonsten wird das, glaube ich, ein reiner Kommentar-Vlog fast und das wäre natürlich auch ein bisschen schade. Die Kommentare sind mir zwar alle wichtig und ich freue mich auch auf jedes, aber ich denke mal, auf Dauer wird es vielleicht ein bisschen langweilig, wenn jetzt eine Viertelstunde nur über Kommentare geredet wird. Der erste Kommentar, auf den ich eingehen möchte, ist von TheNPS168 und er schreibt: Hallo Thomas, du wirst dich vielleicht fragen, wer ich bin. Ich bin der Niklas aus Sandersdorf bei Bitterfeld und filme auch hauptsächlich dort Einsatzfahrten, damit du weißt, mit wem du es zu tun hast. Grüße aus Sandersdorf. Hi Niklas, finde ich cool, dass du dich vorstellst. Natürlich kannte ich dich vorher noch nicht und ja, freut mich, dass du auf meinen Kanal gestoßen bist und mir auch wirklich sehr viele Kommentare schreibst. Du bist ja einer, der mir wirklich am meisten Kommentare schreibt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn sich auch noch andere Leute, die ich vielleicht noch nicht kenne, auch vorstellen würden, dass man ein bisschen in Kontakt bleiben kann und noch weiß, wer mit wem man zu tun hat. HD-Retter schreibt: Super, echt klasse, erstmal den Mut dazu zu haben. Das würden sicherlich nicht sehr viele machen, so ein Video. Abo steht. Ja, ich glaube, was so Einsatzfahrten angeht, bin ich deshalb, glaube ich, der Einzige, der so etwas macht. Und gut, Videoplugs sind natürlich im Internet oder bei YouTube jetzt schon nicht ganz unverbreitet, aber unendlich viele gibt es nicht. Aber mir geht es ja nicht hauptsächlich darum, halt diese Videoblogs zu machen, sondern möchte halt einfach mit meinen Abonnenten eben in Kontakt bleiben und finde es halt ein bisschen doof, dann immer nur so auf die Kommentare zu antworten. Und ich sag mal, jetzt irgendwelche aktuellen Sachen kann man ja dann sowieso schlecht irgendwie verbreiten. Und deswegen habe ich mir halt überlegt, das eben so zu machen.
Und bis jetzt kommt sie auch ganz gut an. Mir geht es auch hier gar nicht darum, jetzt einen perfekten Videoblog zu machen, sondern hauptsächlich um meine Abonnenten und meine Zuschauer zu erreichen. Und ich gebe mir auch jetzt gar nicht so unendlich viel Mühe, also sprich 4-5 Stunden mehr Zeit investiere ich jetzt gar nicht in einen Videoblog. Und normalerweise, wenn man es richtig professionell macht, dann braucht man natürlich wirklich viel mehr Zeit für und dann sind die natürlich auch erheblich besser als meine, das ist gar keine Frage. Alexander911 schreibt zu der Hausräumung in der Moselstraße. Fährt in Köln bei einer Gasausströmung nur ein Löschzug oder stand noch etwas irgendwo in Bereitstellung? Also bei dem Mal, wo ich da gewesen bin, bei dem Einsatz war noch der BVAU vor Ort und mindestens noch ein TLF, aber ich meine, da hätte auch noch ein HLF gestanden und die Rheinenergie ist auch vor Ort gewesen, mit Sonderrechten auch. MSKKSchiMS schreibt, kann mir einer sagen, welchen Sinn das jetzt hatte? Ja, die Frage verstehe ich jetzt unter Umständen nicht ganz richtig. Du willst jetzt vielleicht wissen, warum die Polizei das Gebäude geräumt hat. Und zwar haben sich da ja, ich glaube, um die 20 Autonome rechtswidrig aufgehalten. Also haben auf jeden Fall schon mal Hausfriedensbruch begangen und das jetzt auch über mehrere Tage. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie lange. Also ich glaube, der Polizeieinsatz ging allein schon nur 3 oder 4 Tage, weil das Haus wurde nämlich nicht am ersten Tag geräumt. Und der Besitzer des Hauses hat dann wohl eben eine Räumungsklage erwirkt. Und wenn natürlich die Räumungsklage nicht so einfach durchgesetzt werden kann, muss natürlich dann eben die Polizei dafür sorgen, dass sie durchgesetzt wird. Und der erhebliche Kräfteaufwand war wahrscheinlich nötig. Gut, ob da jetzt tatsächlich an die 200 Polizisten nötig gewesen sind, weiß ich nicht. Aber dass jetzt nicht nur eine Streifenwagenbesatzung da ausgereicht hätte, das ist, glaube ich, in dem Video schon ganz gut zu sehen. Und warum jetzt die Autonomen genau sich dieses Haus ausgesucht haben, dazu habe ich jetzt leider keine Informationen, aber vielleicht konnte ich deine Frage auch schon soweit beantworten. Der Leonard aus Krefeld schreibt, schöne Aufnahme, schade, dass die Polizisten dich nicht durchgelassen haben. Ja, die Polizisten haben mich damals noch nicht durchgelassen, weil ich ja noch keinen Presseausweis hatte. Im Einsatz 112 schreibt zu meinem KTV-Video bezüglich der Sonderrechte, die Blaulichter können deswegen nicht weggelassen werden, weil die DIN-Norm für den KTW eine Sondersignalanlage vorsieht. Zu dem Video, wo hier die Löscheinheit zu dem Kaminbrand auf der Rheindorfer Straße ausgerückt ist, schreibt JFFFMA, ab Minute 1,59 wird da mit einem Panasonic Camcorder gefilmt. Dieser Sterneffekt bei Blaulicht ist sehr markant für Panasonic-Geräte. Ja, das stimmt, der Monty verwendet ja nahezu ausschließlich solche Geräte und beispielsweise genau aus diesem Grund würde ich mir so ein Gerät nicht anschaffen. Aber der Monty ist damit zufrieden und gut, das ist ja die Hauptsache, ne? So, nun ein ganz langer Text von HD-Blaulichtfilmer 112. Tja, Thomas, vielleicht bist du bald Best-YouTuber. Vielleicht werden nicht nur Einsatzfahrtenfilme auf deine Videos stoßen, sondern auch andere und du wirst so berühmt wie andere Leute, die Video-Vlogs machen und das Einsatzfahrtenfilm wird in den Hintergrund gestellt bei dir. Ich sehe es schon kommen, wie sich bald jeder vor die Kamera setzt und erzählt und erzählt. Nun können es die wenigsten. Deine Videos sind aber ganz unterhaltsam. Gut, also wie gesagt, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ich auch nur annähernd so gute Vlogs mache wie Leute, die das halt jetzt nicht professionell machen, aber sich halt darauf spezialisiert haben. Wie gesagt, mein Hobby bleibt und ist das Einsatzfahrtenfilm. Und diese Vlogs, die mache ich halt nebenbei. Und wenn sie euch dabei auch noch gefallen und verhältnismäßig gut ankommen, freut mich das natürlich umso mehr. Feuerwehrfahrten schreibt zu dem Video von der Massenpanik bei der Love Parade. Hey, muss sagen, was du mal hast mit der Reha, Respekt. Ich muss sagen, das, was die Polizei gemacht hat mit Platzverweis, ist Schwachsinn. Und das mit dem Film ist halb so schlimm. Das TV filmt viel schlimmere Sachen. Als das aber trotzdem. Abo und Like. Mir ging es ja auch gar nicht darum, jetzt irgendetwas Schlimmes zu filmen. Sondern mir ging es einfach darum, die Realität abzubilden. Und in dem Fall war natürlich die Realität jetzt schon ziemlich schlimm. Ich sag mal, da waren halt viele Verletzte und man sah eben auch, wie Polizisten daneben standen und nicht geholfen haben. Das war die Realität. Und das sollte dann auch meines Erachtens eben veröffentlicht werden. Wie das jetzt jeder später für sich bewertet, das ist natürlich eine andere Sache. Aber man sollte es zumindest gesehen haben, finde ich. Kreis 490 schreibt zu dem KTW-Video. Hey, also ich komme aus Bonn und habe es schon mal mitbekommen, da ich bei einer FF-Einheit bin. Aber es kann ja sein, dass sich etwas geändert hat.
Ja, es kann natürlich sein, dass jetzt seit diesem Jahr beispielsweise KTWs doch häufiger mit Sonderrechten unterwegs sind. Also ich habe es bisher dieses Jahr auch nur dieses eine Mal mitbekommen. Firefighter 5276 schreibt einen Kommentar zu dem Thema Notfallseelsorge mit Sonderrechten. Ich kenne es hauptsächlich so, dass die Notfallseelsorger eher mit MTFs oder PKWs der jeweiligen Hilfsorganisation oder Feuerwehr transportiert werden, da sie meistens keine eigenen Fahrzeuge besitzen. Natürlich schließt das andere die Möglichkeiten, eigenes Fahrzeug, Privat-PKW, PKW-MTF ohne SOSI, nicht aus. Ja, das ist auch mal interessant. Wie gesagt, in Bonn ist es wohl auch so, dass Hilfsorganisationen teilweise auch die Notfallseelsorger transportieren. Zumindest war das früher mal so. Aber eben diese Notfallseelsorge von der evangelischen Kirche hat eben auch ihr eigenes Fahrzeug. Und eventuell kann mir ja noch jemand schreiben, wie das bei ihm so abläuft. Weil das fände ich auch mal ganz interessant zu wissen, ob es das öfter gibt, dass Notfallseelsorger vielleicht sogar tatsächlich eigene Fahrzeuge mit Sondersignalanlagen besitzen. Leonard aus Krefeld schreibt, schönes Video, sieht man nicht häufig. Like plus Abo. Damit meint er das Abseilen der GSG 9 Beamten von den Super Pumas. Und ja, das ist natürlich richtig, das sieht man tatsächlich nicht so oft. Das hätte ich jetzt so auch noch nie gesehen, wenn ich nicht fast direkt neben der GSG 9 wohnen würde und ich da halt ab und zu mal zum Filmen hingehe. Und so, das finde ich natürlich mal cool, bei einer Antiterroreinheit, bei einer Übung zu filmen. Da gibt es, glaube ich, generell noch nicht so viele Videos von, auch aus anderen Ländern nicht. SWAT-Fan schreibt zu dem gleichen Video, das Fast-Rapping müssen die Kollegen aber noch ein wenig üben. Gutes Video. Ja, das weiß ich leider nicht, ob die da noch üben müssen, also ob man das daran erkennt. Kann natürlich auch sein, dass es sich um einen Ausbildungslehrgang gehandelt hat, dass also die Kollegen das noch nicht ganz so oft gemacht haben. 96NDKO schreibt, echt interessant, mal einen älteren Wasserwerfer in blau-weiß zu sehen. Schönes Video und durch die Seltenheit der Fahrzeuge hat es eine VWO erst recht verdient. Ja, so ein blau-weißer Wasserwerfer von der Bundespolizei ist, glaube ich, wirklich nahezu einmalig. Auf jeden Fall kenne ich sonst keinen außer dem in St. Augustin. Und freut mich, dass es dir gefällt. Saifu Nimsa schreibt zu dem Video vom LKA. Ich lese dauernd, es gibt gar keine Salafisten. Ja, die Sache ist, die, so viel ich weiß, bedeutet Salafismus ja an sich erstmal nur, andere Leute zu dem islamischen Glauben zu bekehren. Und das ist ja mehr oder weniger auch, glaube ich, Aufgabe eines jeden Moslems. Somit ist erst einmal jeder Moslem auch ein Salafist. Allerdings ist ja ein Salafist zu sein erstmal gar nichts Schlimmes. Dieses Schlimme fängt ja im Grunde halt an, wenn man eben so ein radikaler Salafist ist und eben auch nicht vor terroristischen Aktivitäten zurückschreckt. Und ihr werdet es kaum glauben, ich habe sogar einen Gratulant zu meinem 100. Abo, und zwar ist das Rescue Rödertal. Katlinia schreibt, ist nicht mein Thema, aber ich mag dein Video. Ja, das freut mich natürlich tatsächlich, dass du dich eigentlich gar nicht so für das Thema interessierst, aber dir mein Video, also wahrscheinlich eher dann nur die Videos trotzdem anschaust und sie dir auch gefallen. Wäre natürlich cool, wenn es dann noch mehr Leute gäbe, die das machen. Und ihr könnt ja auch gerne mal Themen vorschlagen, über die ich mal reden soll oder so. Das ist ja sicherlich auch mal eine Möglichkeit, dass ich halt nicht nur über, ich sag jetzt mal, diese Einsatzfahrtengeschichten reden muss, weil klar, das ist natürlich für Leute, die sich da jetzt nicht so für interessieren, dann recht uninteressant. RTW 302 schreibt, gutes Begrüßungsvideo. Würde mich freuen, wenn du was weiterführst. Das ist dir sehr gut gelungen. Die Outtakes waren eh die geilsten. Grüße aus Krefeld. Ja, vielen Dank für dein Lob und deine Rückmeldung. Und ich habe auf jeden Fall vor, das weiterzuführen. Und ich denke mal, die Outtakes, die werden nicht zu kurz kommen. Nun mal so 112 schreibt, die Outtakes sind wieder mal der Hammer. Mach weiter so, du machst echt super Videos. Ich hoffe, du findest jetzt nicht nur wegen meinen Outtakes, dass ich super gute Videos mache. JFFFmar schreibt auch nochmal zu dem KTW-Video. Bei uns in der Region fahren die KTWs eigentlich mehrmals täglich mit Sonderrechten. Beispielsweise werden die Heidelberger KTWs oft zum RTH-Landeplatz an der Uniklinik Heidelberg gerufen, um den Patienten dann jeweils in das richtige Gebäude mit Sondersignal zu transportieren. Die KTWs im Rhein-Neckar-Kreis werden auch oft als Baby-NRW alarmiert. Sprich, die Sonderrechte sind schon vorprogrammiert. Ja klar, bei solchen Sachen ist natürlich dann klar, dass die Fahrzeuge öfter mit Sondersignal anzutreffen sind. In Bonn ist es so, da hat die Uniklinik eigene RTWs und KTWs.
Die fahren teilweise auch mit Sonderrechten, also auch die KTWs. Da habe ich auch schon mal ein, zwei Mal gefilmt. Das hätte ich vielleicht sogar schon vorher mal alle erwähnen sollen. Also die sind teilweise auch in der Stadt anzutreffen, aber doch recht selten. Die fahren meistens eben auch nur an der Uniklinik selbst durch die Gegend. Und was den Baby-NRW angeht, da haben wir ja ein eigenes Fahrzeug, der eigentlich schon Baby-NRW ist, aber auch teilweise als KTW genutzt wird. Also das ist natürlich auch dann so eine Sache. Aber wenn er dann fährt, dann wird er natürlich dann, wenn, als Baby-NRW eingesetzt und ist ja somit dann nicht mehr wirklich ein KTW. Einsatzfilmer NRW 112 schreibt: Wie immer genial, freue mich schon auf den nächsten. Es sollte Karneval heißen. Und ein dickes Lob dafür, dass du diesmal meinen Namen richtig ausgesprochen hast. Ja, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, deinen Namen diesmal richtig auszusprechen. Mal schauen, ob es mir die nächsten Male auch gelingt. Und Karneval, gut, okay, das kenne ich natürlich. Feuergini schreibt zu dem zweiten Durchzug der BF Koblenz: MLF, seit wann gibt es sowas? Was ist der Unterschied zwischen dem MLF und einem normalen LF? Also seit wann es die MLFs genau gibt, weiß ich nicht. Aber ich glaube, in Zukunft wird es davon noch mehr geben. Und soviel ich weiß, ist ein MLF sowas ähnliches wie ein KLF, nur dass das MLF nochmal ein bisschen größer ist und auch mit einer anderen Führerscheinklasse gefahren werden muss und eben auch mehr Material drauf ist, allerdings wieder weniger als bei einem LF. Aber vielleicht kann das hier auch jemand noch genauer erklären, weil ganz genau weiß ich es auch nicht. Alexander911 schreibt zu dem Video von der Einsatzstelle Buchenweg: Den Tag werde ich nie vergessen. Da ist es wahrscheinlicher, dass ich die ATF-Einheit filme, als dass ich so einen Einsatz in 2 Minuten verpasse. Und ja, das war tatsächlich sehr ärgerlich. Der Alex, der ist gerade 2 Minuten hier aus der Wache raus gewesen. Und dann ging es hier plötzlich los. Also eben Voralarm, Alarmdurchsage, Alarmgong. Und ich habe sogar noch gedacht, eventuell hat das der Alex noch gehört und ist noch nicht weit weg. Dann hätte er ja eventuell die Löcher halt noch filmen können. Allerdings die ganzen anderen Fahrzeuge auch nicht, weil er hätte dann eh fahren müssen. Aber das war wirklich sehr ärgerlich. 112 Regensburg 112 fragt mich: Mit was für einer Cam filmst du denn? Die Frage bezieht sich ja auf das Video von den Hubschraubern der Bundespolizei. Und damals hatte ich ja, wie ich ja bereits erwähnt hatte, mit der Sony CX116 gefilmt. Das war natürlich dann noch nicht so eine gute Qualität wie heute. Heute filme ich mit der CX730. Der NPS 168 schreibt zu dem gleichen Video: Solche riesigen Helis sind einfach geil. Die zwei Fahrzeuge im Hintergrund, was sind das für welche? Sehr schönes Video. Ja, vielen Dank für dein Lob. Und ich vermute mal, dass du dieses Feuerwehrfahrzeug und diesen Tankwagen meinst. Also dieses Feuerwehrfahrzeug, das nennt sich Flugfeldlöschfahrzeug. Das ist also sozusagen eben ganz normales Feuerwehrfahrzeug, eben hauptsächlich eben für das Flugfeld. Und das wird eben auch von der Bundespolizei besetzt, von Polizisten, die eben eine feuerwehrtechnische Ausbildung haben, und das sichert die Starts und Landungen der Hubschrauber ab. Und das andere Fahrzeug ist ein Tankwagen, der heißt Landebasiskraftwagen, und ja, der wird einfach ganz normal als Tankwagen eingesetzt und betankt die Hubschrauber vor Ort, wenn die landen, meistens direkt. Dimda schreibt zu meiner Aussage, die ich im letzten Vlog bezüglich seines Kommentars geäußert habe, zu dem Einsatz am Werther von Suttlerplatz, wo mit Pfefferspray gesprüht wurde, dass jeder Pfeffer abbekommt. Damit ist nicht jeder gemeint, der in ein paar hundert Metern Entfernung steht, sondern alle Menschen, die in unmittelbarem Nahbereich stehen. Somit alle Polizisten, wenn sie auf einem Haufen stehen. Und vielleicht kannst du dir denken, wenn eine Situation so eskaliert, dass da jeder Mensch, auch Polizisten, nicht mehr 100% überlegt handeln können, oder? Und den Kommentar von Ambulanz Wert, den nimmst du doch nicht wirklich ernst, oder? Vielleicht Ironie? Ja, richtig, es handelte sich um Ironie. Und wie ich hier auch bereits in dem letzten Video gesagt habe, habe ich ja den Einsatz des Pfeffersprays gar nicht kritisiert, beziehungsweise eher gesagt, wie der Einsatz des Pfeffersprays ausgesehen hat. Ich hatte ja nur gesagt, dass es eben dazu gekommen ist und dass es eventuell für die Kollegen nicht so der Renner gewesen ist. Nun werden euch noch einige Kommentare eingeblendet. Das war's nun auch schon wieder fast mit diesem Vlog. Ich habe allerdings noch eine Bitte. Und zwar würde ich gerne wissen, ob ihr
wisst, ob es Fahrzeuge der Staatsanwaltschaft gibt, die Sonderrechte haben, beziehungsweise ob ihr da vielleicht schon irgendwelche Erlebnisse habt. Und zwar hat Firefighter 5276 mitgeteilt, dass er wohl in der Nähe von Frankfurt schon mal mitbekommen hat, dass da ein Fahrzeug der Staatsanwaltschaft eventuell mit Sonderrechten unterwegs gewesen ist. Und ich habe mal im Internet recherchiert und da gibt es auch schon ein, zwei Hinweise darauf, dass die Staatsanwaltschaft durchaus auch Sonderrechte nutzt. Und ja, ich würde jetzt gerne mal wissen, was ihr dazu wisst und ob ihr eventuell auch wisst, in welchen Situationen es dazu kommen kann. So, nun natürlich das Beste an dem Video, die Outtakes. Weiß ich gar nicht, ob es da überhaupt welche gibt heute. Schauen wir mal. Alexander 911 schreibt zu dem Gas, zu der, zu dem Video, wo hier die Löcheinheit zu dem Kamin kommt, auf der Rheindorfer Straße ausschreibt. Alexander 911 schreibt zu dem Einsatz in der Moselstraße bei der Hausräumung. Super, echt klasse. Ach Quatsch. CX730. Ich weiß, dass das jetzt stimmt. Ja. Feuerwehrfahrten schreibt zu dem Video von der Massenpanik bei der Love Parade. Hey, muss sagen, was du da mal hast mit der...